Ich muss jetzt tanken. Der Tank ist leer. Ich denke mal, da wird so bestimmt 200 Euro schlucken. Ja, ich bin gespannt. Also 121 Euro geht eigentlich klar. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr gedacht, ja, so 180, 200. Ich fick mein Leben. Oder einmal haben wir bei mir in YouTube-Videos meinen Cousin gesehen. Ich habe scheinbar gesagt, du siehst ihn genau ähnlich. Schöne Grüße gehen raus an Dilovan. Wo ist dieser Cousin Kurtschop? Ich war ja Cousin Kurtschop, da war ein Code hundertprozentig drin. Er dachte, ich Cousin Kurt, aber will ein bisschen noch Marketing machen und einen vernünftigen Namen geben. Deswegen hat er Kurt gekürzt und nicht nur Jose geschrieben. Jose! Jose, der hat das, Sachari! Mach nochmal! Alle guten Digga sind drei! Mach! Boah, Ehrenmann! Ehrenmann! Das war aber eine Frau, ja? Habt ihr die Ware? Yum-Yum. Gib die Yum-Yum und trink Wasser. Du musst die Ware immer dabei haben. Immer so auf Reserve. Die Bullen kommen, Bruder. Tu mal weg, tu mal weg, tu mal weg! Das ist immer, wenn Kurden unterwegs sind und auf sentimental machen. Tau! Sie hat mich verlassen, ja. Warum hat sie so gemacht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist eine Best Forever. Azad! Wie parkst du? In Berlin, ja. Der parkt wie in Syrien, ey. Einfach wie in Heimatpark, Bruder. Bruder, mit dem Auto kannst du nirgends in Berlin parken, Alter. Und was machst du jetzt? Wir gehen ein Hayat rauf. Bruder, ich bin in 10 Minuten da. Bruder, ich bin in 10 Minuten da. Ja, ich fahr 10, 20 Minuten. Ich mach Spaß, erst mal. Komm mal raus, 250.000 Euro Auto. Aber keine Getränke, Alter, vorne! Hinten? Ja, hinten, für hinten. Wenn hinten zwei voll sind, wo machst du auf Kopf? Das Interieur ist ehrlich schon. Interieur ist, das ist. Ja, fahr mal Bruder. Dieses Auto ein Jahr, danach hast du Schnauze voll. Ich hab jetzt schon Schnauze voll. Ich schwör's dir, Alter. Sprit 121. Der eine labert mich 10 Minuten voll, deswegen hat's so lange gedauert. Ehrlich, wer denn? Er so, oh, was für Auto, dann kommt hat der eine andere Tochter dazu. Gehabt oder so? Back to the rules. Auto steht wieder hier. Voll geschissen an der Stelle, aber richtig. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr mit dem zu fahren. Gar keinen Bock mehr. Ey, das fühlt sich so komisch an, auf einmal wieder in meinem Auto zu sitzen. Als ob ich. Ich bin das ganze Wochenende mit der G-Klasse gefahren. So, du warst wirklich. Also, ich würde so hoch gucken, zum Himmel gucken. Das ist. Also das fühlt sich so an, als ob ich auf der Straße sitzen würde. So mit meinem Arsch. Auf der Straße fahren würde. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, ja, das ist wie neue Freunde. Ich hab schon gar keinen Bock mehr auf ein Auto. Ich weiß, ich bin immer sehr dankbar, ja, immer froh sein über das, was man hat, das ist sehr wichtig. Aber meckern auf hohem Niveau, sage ich immer dazu. Hab die Schnauze voll von meinem Auto, auch das Auffällige und so. Bin ich bald froh, wenn die S-Klasse kommt, muss noch ein bisschen Geduld haben. Oder bald Fahrrad. Ich wollte fragen, ob du hier zum Brandenburger Tor kommen kannst, weil ich komme aus Glandorf und das sind wie viele Kilometer? Über 500 Kilometer und ich würde dich gerne sehen. Ach, heute ist Aufnahmetag für Impact. Ja, heute ist das Wetter eigentlich ganz gut. Ich sage, ich bin sowas wie der Wetterfrosch. Heute ist das Wetter ganz gut in Berlin. Wir sollten echt mal wieder, oh Gott, was ist denn hier passiert? Das kannst du noch nicht mal sauber machen. Hier sind so Orchideen. Hier gibt es, hier schwimmt bestimmt irgendwelche. Wir haben hier was Neues gezüchtet, ja. Andere Leute züchten was anderes. Wir haben hier unseren Poolsachen gezüchtet. Das ist ja. Schwierig sowas. Ich lach mich tot. Ich komme gerade so nach Hause. Kennt man ja. Komm ich Vasili und Umid, Vasili und Massi stehen vor der Tür, wollen joggen gehen. Geh mal joggen. Was für die Figur tun, tue ich doch auch. Deswegen bin ich doch bei McDonald's. Mein Essensvorrat. Ein Chai. Dementsprechend hole ich mir dann noch Quark mit so einem Obstschuh. Sag mal, Walla. Wohin? Müde. Ob ich müde bin? Nein, ich müsste wach werden. Eigentlich wollten wir diese Hütte haben, ja.
Eigentlich wollten wir uns diese Hütte zulegen, bis wir uns entschieden haben, nach Köln umzuziehen. Das ist im Prinzip genau das gleiche Haus wie hier. Wollten wir eigentlich zulegen und unsere Studien da einbauen, aber da kam es Gott sei Dank auch nicht zu, wenn hier alles auseinanderbricht. Ja. Da hinten war schon wieder dieser Fuchs am Werke. Er will, dass ich da hingehe. Holst du mir einen Red Bull mit? Ja. Dankeschön, zuckerfrei, ja. Sagst du? Kannst mich ruhig duzen. Du kannst mich ruhig duzen. Weißt du nicht? Weißt du nicht? Wie alt bist du? Wie alt du bist? Guck mal, 10 Jahre alt und siehst mich aus Respekt, finde ich gut. Du kannst mich ruhig duzen. Aber ja, ich spiele Fortnite. Aber ich bin nicht mehr so gut. Woher denkst du denn, dass ich YouTuber bin? Wegen der Kamera. Vielleicht bin ich auch Zeitungsaussteller. Nee, das sieht man. Hä? An dem Haus? Das und ein AMG da. Aber ich wohne im Keller. Ich bring den Kindern was bei, ja. José, der hat Ach, wie waren Zeugnisse? 6 Dreien. Und wie viele Vieren? Ich hab 9. Ich hab 9 Einsen und 2. Ich hab 5 Zweien. Strebe. Ich war. Dreimal doof. Du bist ja nur weg für 2 Tage. Wir tun so, als ob du so vor einem Monat so nach Kurdistan verschwunden bist, Alter. Ja, aber dann ist doch egal, was ihr lebt. Okay. Was ab? Viel Spaß. Habibi. Lass die Frauen in Ruhe. Ja, sowieso. Die Frauen lassen nicht die Finger von mir. Ey, hast du ein paar Cheeseburger, Bruder? Danke fürs Machen, bitteschön. So lange habe ich nicht gewartet. Ich hätte gerne einmal die Nummer 6. Pommes Mayo Cola sieht sauer. Pepsi Zero. Pepsi Light. Meine ich doch. Zweite Fenster, kein Problem. Mero. Warte, welche Karte nehme ich jetzt? Diese, diese oder diese? Ah, auf alle miese Zeit. Hast du früher auch Yu-Gi-Oh! Gespielt? Bitte? Hast du früher auch Yu-Gi-Oh! Gespielt? Nee. Nicht? Nee. Warum nicht? Ich hab die eigentlich. Was? Wie geht das? Das tat grad weh. Weißt du, ich hab früher die Leute abgezogen deswegen. Motocross gefahren. Ich bin von den Bullen weggelaufen. Weil ich Yu-Gi-Oh! Karten verkauft habe. Ah, danke dir. Ich wünsche dir was, ne? Ah. Aber wenn du gerade so nett bist, kannst du auch noch das haben, wenn du magst. Fahr rein. Schade. Schade, ja. Ich warte nur noch, bis meine reinfährt. Ich schwöre, du bist so freund. Direkt neues Auto. Direkt Urlaub. Ich dachte, in Berlin geht die Welt unter. Ich hab mich getäuscht. Oh, schwierig. Willkommen in NRW. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern. Da haben diese Wichser einfach einen Mercedes-Stern geklaut. Zum Glück kannst du das bei mir nicht machen, weil ich sowas vorne nicht dran hab. Aber sowas haben die Jungs aus meiner Stadt früher gemacht. Ja, das ist einer, dass das jemals eines Tages mal mich erwischt hätte, beziehungsweise meine Eltern erwischt, hätte ich niemals gedacht. Karma kommt immer zurück. Ware ist bestellt. Er denkt, Angelika Merkel. Ich will ihn gerne erschrecken, ja. Aber irgendwie reizt mich das, ja. Ihn einfach so zu erschrecken. Ja, hallo. Ja, hallo, Herr Tützchen. Ja, hi. Und zwar, wir haben wieder ein Problem im Hause, diesmal im Keller. Dass wir vielleicht mal eben kurz vorbeikommen könnten. Gebe ich es gleich. Bei jedem Kauf eines Bademantels gibt es unterschriebene Autogrammkarten dazu. Du hast gerade echt Glück. Oh mein Gott, der kann ja hüpfen. Weiß ich, was ich das wieder nenne? Wir kriegen ein neues Auto. Genau, weißt du warum? Jetzt hat man ein neues Kind bekommen. Sag mal warum? Ja. Weil du hast doch gesagt, ich krieg ein neues Auto. Wir kriegen ein neues Auto. Wir benutzen dein Auto mehr als alles andere, ja. Also wir fahren jetzt eben ganz kurz zu McDonald's. Eigentlich wollte ich abnehmen. Was gibt's denn als Beilagen so? Pommes, Pfeffer, Kartoffeln oder Salat? Kartoffeln. Welches Getränk? Wasser bitte. Was ist los mit dir? Was war da so lustig? Mit Beef. Als
Live-Menü. Ja, bitte. Mit welchem Beiner? Genau, Pommes. Ketchup mal. Ketchup bitte. Und dazu noch Lipton Eistee. Mit Vasilie was? Nimm mir noch McFlurry mit Smarties. Oder Parayok, ja. Ich hab doch, Leo, ich bezahle. Ich hab alles gut. Mach McFlurry mit Smarties. Das wär's. Dankeschön. Ist dein Ernst? Du hast einen Film draus gemacht. Lass einen Daumen nach oben da. Gerne einmal den Stream teilen. Gerne einmal mit dem Teil. Abonnieren nicht vergessen. Peace.